Seid gegrüßt und willkommen wieder zurück. Schön, dass ihr hier wieder mit am Start seid zu X Defiant. Wir lassen das jetzt hier mal ein bisschen ruhiger angehen. So, wir suchen uns mal wieder ein Match. Match wird erstellt. Wir müssen mal gucken, vielleicht nehmen wir doch mal eine andere Waffe, weil eigentlich ist die Waffe gar nicht mal so schlecht, die wir da eigentlich haben. Aber irgendwie die letzten zwei Runden, ey, läuft das überhaupt nicht mit der Waffe. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht muss hier oben mal eine richtige gute Karte kommen. So, was kommt jetzt hier? Wieder eine Runde Midway. Eskortieren. Vielleicht müssten wir hier auch mal was anderes nehmen. Hier so ein Phantom wahrscheinlich. Gut, Match beginnt noch nicht. Echelon. Aufklärungsanzug. Verstanden. Schließe mich der Offensive an. Na komm, probieren wir mal. Jeder, der dir den Weg zur Lieferzone abschneiden will, ist ein Ziel. So, wir probieren es mal hier mit der anderen Waffe hier mal. Was ich hier blöd finde, wir kommen ja hier nicht raus. Aber das Gegnerteam, die können richtig vor uns bis zum Eingang vorstoßen. Das ist aber auch ein bisschen sehr unlogisch. Die Tür müsste hinten bei denen genauso versperrt sein wie bei uns, weil sie hier schon hier vorne rumgeiern. Das finde ich ein bisschen sehr. Bringe mit dem Paket bis zur Lieferzone vor. Rechne mit heftigem feindlichen Widerstand. Das finde ich scheiße. Tödliche Gewalt angewendet. Das finde ich nicht so schön. Da wird hier vorne so lange hier rumgegeiert. Also das müssen sie umändern. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht so was. Ja, bleibt mal schön hier drinnen, genau. Wir kommen gleich mit, oder ich bin dabei. Ah, der Cleaner. Mr. Cleaner. Auch nicht wundern, ne? Ich habe auch mal wieder ein bisschen den Ton runtergedreht. Der ist einfach zu heftig. Aber jetzt wird ja dann später noch alles angepasst. Jo, den Kappen noch geholt. 11% geht auch wieder zurück. Feinde werden auf. Man verliert wieder den Gunfight. Ja, du hast es verstanden mit den Snipern. Dann würde ich mal raten, ich spiele mal eine Runde Sniper-Liter. Du kommst hier nicht mal aus deiner eigenen Base raus. Du kommst nicht aus deiner eigenen Base raus. Und sind wieder bei 4%. Paket ist auf dem Rückzug.
8 Kills, 9 Tote. Die stehen hier schon vorm Eingang. Ey, was ist denn das für eine Scheiße hier? Irgendwie funktioniert das System hier nicht, weil du kommst hier nicht mehr aus deiner Base raus und... Ja. Kein Vorwärts kommen. Ist wie Deathmatch hier gerade. EMP geworfen. Rutsch mal, du kleiner Schwitzer. Geil, 1%, ey. Nice. Und hier verliere ich auch wieder den Gunfight. Ja, guck mal, er steht da immer noch in dieser scheiß Drecksecke, ey. Es wird hier nie eine Runde geben, die wir hier mal, ja, auch mal erfolgreich hier bin. 5, 4, 3, 2, 1, geil, 8% GG. 0. Na, das ist ja mal eine Ansage. Du bist in der Verteidigung. Halte das Paket auf. Ganz komischer Spielmodus, ey. Überhaupt kein Vorwärtskommen in diesem Modus. Könnten sie eigentlich aus dem Spiel rausstreichen, weil die Gegner stehen schon vorne beim Eingang, wenn wir rausrennen. Was ist denn das für eine Logik? Das ist ja mal absoluter Bullshit. Da vorzurennen, was bringt das? Das hat doch ja keinen Sinn. Nach meinen Erachten. Wir werden uns auch so oder so überrennen. Die Gegner müssen unseren Fortschrittspunkt passieren, um zu gewinnen. Halte sie auf. Paket ist auf dem Rückzug. Wie bekloppt war denn das, Mann? Holt mich so weg, ja. Geht ja nicht. Siehst du, und die überrennen uns jetzt hier wieder, als wären hier keine Gegner. Naja. Ja, das Spiel ist auch hier nach 10 Sekunden wieder beendet. Was ist denn das hier für eine Dreckscheiße? Was ist denn das für ein Spielmodus, ey? Das war nicht gerade lehrbuchmäßig, Agent. Richtiger Scheißmodus, ey. Das Spiel lief gerade mal 20 Sekunden. Ist das ein Müllmodus, ey? Richtiger Scheißmodus. Dein Daumen noch um, Alter, kannst du dir schenken, ey. Du kleiner Fürst. Verdammten Schwitzer, ey. Also ich finde, dieser Modus hat gar keinen Sinn. Was ist denn, wenn jetzt das Team jetzt 3% schafft, Spiel zu Ende und das nächste Spiel läuft dann, machen dann 3,2% Spiel beendet. Nach 10 Sekunden. Logik ist am Start, ey, bei dem Modus.
Richtiger Schmutz, dieser Modus. Schade, dass man hier nicht einstellen kann, dass hier nur Vorherrschaft kommt. Nein, wir spielen hier 100 Mal den Eskortieren, ey. Wenn jetzt nochmal Eskortieren kommt, ist der Jäger raus. Geh auf jeden Fall raus dann. Weil ich möchte hier auch mal Vorherrschaft spielen und nicht immer hier Eskortieren, ey, ohne Ende. Dankeschön, liebes Spiel. Freiheit, Vorherrschaft. Endlich. Mann, nach 3 Runden, Alter, kommt hier endlich mal Vorherrschaft, ey. Mann. Das hat ja mal lange gedauert. So, ich nehme jetzt hier wieder mein Cleaner. Das muss auch möglich sein, dass man hier mit dem Cleaner mal richtig rasiert, ey. So, bei uns fehlt auch wieder einer. Wir werden dann 5 gegen 4. Wir ziehen für Buchstaben in den Krieg. Auf der Karte Liberty. Zone sichern. Sieg bei 750 Punkten. Mach sie fertig. Unsere Leute rücken in Zone A vor. So, weil dieser Modus macht am meisten Spaß. Verbündete erobern Zone B. Wir haben sie. Scheiß Exkortieren, Alter. Da können sie sich schenken, wirklich. Cool. Die sind in Zone B. Da haben wir schon mal den ersten Gunfight verloren. Eindringlinge in Zone A. Verbündete rücken auf Zone C vor. Er ist erledigt. Die anderen haben alle Zonen. Jetzt macht mal Rabatz. Dass die Leute immer so springen müssen, ey. So, einnehmen. Granate raus. Ja. Der Schaden geht extrem schnell runter von mir. Ah, du wirst auch immer nur geholt hier, ey. Mal so 12 Kills hier hintereinander machen, ist hier ja nicht möglich irgendwie. Kill, tot. Massen Kill, tot. Massen Kill, tot. Verbündete erobern Zone B. So, das ist eingenommen, sehr schön. Das ist unnormal. Ich verliere hier jeden Gunfight. Sie sind in Zone B. Mach sie platt. Oh Mann, ey. Splittergranate. Die erste Runde von der Spieltabelle lief das wunderbar, aber da hatte ich kein Video aufgenommen, ey. Nimm hier nur B ein, es gibt so viele andere Checkpoints da hinten noch. Ey, wollen die mich hier verarschen oder was? Abschaum in Zone C, merze sie aus! Ja, dafür nehmen sie aber wieder C ein.
Na gut, dafür haben wir erstmal zwei Kills geholt. Weil der kann ja auch irgendwie auch nicht sein. Level 9 schon, toll. Ja, auch wieder zu spät mitgekriegt, der Typ, ey. Der muss vorher gekillt werden, nicht immer erst danach, wenn ich auf dem Boden liege. So, ich bleib mal scheiß A einnehmen. Verbündete rücken auf Zone C vor. Unsere Leute rücken in Zone A vor. Wir haben sie! Rache! Richtig so! Schone gehört uns! Ja, hast du gut gemacht, hast du lange gewartet, bis ich um die Ecke komme. Das ist deine Aufgabe. Wir treten denen in den Hintern, wenn das so weitergeht, gewinnen wir! Miese Subjekte in A! Boah, ich fall hier immer, die sind gunfiked! Unlogisch und unrealistisch. Zone ist umkämpft. Können nicht immer jeden Gunfight gewinnen. Nein. Wenn ich als erster drauf bin. Schwitzer. Absolute Schwitzer. Erstmal schön B eingenommen. Ah, der Flammenwerfer ist gleich weg. Er macht zwei Schüsse, ich bin am Boden, ey. Aber hier auch eine sehr hübsche Karte. Gunfight wieder verloren. Wieder verloren den Gunfight. Mein Gott, ey. Also da ist wirklich COD ein Scheißding. Wie oft man hier krapiert, ey. Ja, dazu wollte ich einfach auch nichts mehr sagen. Statistik, ey, ist absoluter Müll, ey. Miese Subjekte rücken nach B vor. Wie abgehauen ist, ey, die feige Sau. Das ist ein Sieg. Ha, gut gemacht. Oh, wir haben mal ein Spiel gewonnen. Wow. Na, das passiert ja auch mal selten. Verdammter Gunfight. Ja, so zwischendurch mal ist das Spiel ganz okay, sagt man. Es kommt auf jeden Fall nicht an COD ran. Und schon ja nicht an. Na gut, mit Halo kann ich nicht vergleichen, aber COD auf jeden Fall nicht. Das ist hier mehr so,
Ja, ich will nicht sagen, das Spiel ist schlecht. Das Spiel ist voll okay, sag ich mal. Und ich sage, wenn ich hier mal ein paar Ausraster schiebe, ihr müsst immer dran denken, ich mache das immer auch nur zur Unterhaltung, ne? Also nicht immer alles ernst nehmen, was ich hier auch sage oder raushaue, ne? Nur mal so als kleine Information. Weil man muss ja auch irgendwie das Video auch irgendwie auch gestalten, ne? Ja. Nicht, dass die Leute denken, hier, das ist immer hier purer Ernst, ne? Wie gesagt, alles hier ganz gemütlich, ganz trocken und dann läuft das hier schon. Also alles in den grünen Bereich. So, wir starten hier auch die letzte Runde und ihr seht hier auch nur PC-Spieler, ne, sind unterwegs auf der Karte. Nadelplex Vorherrschaft, nice. Schöne Karte. Nadelplex. Na, auf so einen Namen muss man ja auch erstmal kommen. Auf jeden Fall mein Traumauto, geil. Da ist eine Rutsche. Da ist nur ein Fahrstuhl. Landkarte habe ich da gesehen irgendwie. Hübsche Karten sind auf jeden Fall dabei. Weil, wenn man hier halt Vorherrschaft spielen, ist immer schlecht, hier sich die Karte in Ruhe anzugucken, weil ist immer ein bisschen schwierig, Vorherrschaft, so hier gestalten. musst du handeln, sonst verlierst du. Sich die Karte in Ruhe angucken und dabei halt noch gut spielen können. 3, 2, 1, hol die Zonen, halte den Abschaum fern. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, Unsere Leute rücken in sehr Zone schick Arthur. aus. Ja. Es sieht sehr schön aus, die Karte. Verbündete erobern Zone B. Haben Sie. Schön gestaltet, also wirklich. Sieht sehr gut aus, die Karte. Zone C vor. Ah, da bin ich so spät in den Gunfight gegangen. Schade eigentlich. Aber bis jetzt kein Kill, ey. Hat, okay, den Kill nimmt er. Aber auch gerade so. Ich muss hier auch mal einen anderen Weg gehen. Ey, was ist denn das hier, ey? Killt mich, ich kill den, ey. Was soll denn die Scheiße hier? Aber ist auf jeden Fall cool gemacht. Du machst einen Kill und gehst dabei gleich drauf. Gut, okay. Kann man machen. Ja, der hat gleich die Weite gesucht. Wir wollten ja C einnehmen, aber. Das ist deine Aufgabe. Wir haben alle verdammten Zonen. Klasse. Wir okay, lässt sich sehen auf jeden Fall. Aufgabe in Zone C. Merze sie aus. Ja, da wird uns C wieder eingenommen. Sie sind in Zone B. Mach sie platt. Ah, gut. C hat überhaupt gar keinen Sinn, einfach. Auf Zone C vor.
so fett. Ja, man kann nur sagen, hier wirklich Division, Call of Duty und Watch Dogs. So wie man das da so gesehen hat eben. Okay, den hat er geholt. Verbündete erobern Zone B. Eindringlinge. Ja, können sie ja machen. Die Zone gehört uns. Rache. Richtig so. Na, ja, der holt mich bestimmt. Naja, 32%, Kalk geht weiter suchen, keine Chance. Zone ist umkämpft. Naja, war klar, dass er mich holt, ey. Unsere Leute rücken in Zone A. Und schon haben sie wieder gekillt, wo ich schon wieder am Boden war. Kann nicht wahr sein. Man kriegt nicht mal zwei Kills hintereinander hin, ey. Ich weiß nicht, wo das Problem hier ist. Wir gewinnen! Weiter so! B wird überfallen. So, einnehmen. Nachladen. Okay, aber das Spiel ist so gut wie gewonnen. Fast 700 Punkte hier. Auf jeden Fall sehr, sehr bunt die Karte. Hast dich schön versteckt, du kleiner Schwitzer. Na, weil ich wieder scheiß Punktetafel geklappt. Oh, geil, ja, schön vorletzter. Ja. Warum verliegt immer hier ein Gunfight, ey? Das muss mir mal einer erklären. Wir haben alle verdammten Zonen. Klasse. Sie nehmen B ein. Wir haben sie. Also, dass ich so wenig Punkte habe, okay. Du und deine Crew, muss ich nicht verstehen. Ihr habt es geschafft. Aber auf jeden Fall sehr, sehr hübsche Karten sind dabei. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier heute mal Schluss. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Warten wir noch hier bis ins Hauptmenü. Ja, 1700 Punkte, ey, das war ja mal absolut Witz. Ja, ich hoffe, euch haben erstmal hier euch die drei Parts gefallen. Warte mal, ich hab jetzt hier irgendwas. Ah, okay. Ach, man kann doch wählen. Ah, okay. Hier können wir halt. Ah, okay. Okay, merken wir uns mal für das nächste Mal. Ja, dann könnten wir das mal spüren hier. Ja, nicht Match wird erstellt. Mein Gott, ey.
Mann, man darf hier nicht klicken, ey. Ja, jetzt geht er auch noch ins Spiel rein. Klasse. Sollte nicht sein. Und bricht ab. Wow. Okay. GG, ey, auf jeden Fall. Ja, dann bedanke ich mich schon mal für's Zuschauen und reingehauen.